Ist aber nicht der Große gewesen, oder? Oh Mann! Nafi, nerv nicht! Was ist denn? Diese Wolken über. Ja, Mann! Ich wollte den Riesen fangen! Oh, wie blöd! Wow, Fisch wiegen! Wow! Rieses Ding! Ich bekomme dafür. Ey, es hat gereicht! Es hat gereicht! Cool! Wir haben die goldene Schuppe! Da gibt es ins Wasser, jetzt kannst du voll krass lang tauchen! Ja, geil! Hat gereicht! Das war doch der Große! Ich dachte, der 15-Pfunder wäre der Größte. Egal. So, ich möchte gehen. Tschüssi! Ah, geil! Gut! So. Mit diesem schönen Item können wir uns da vorne... Nicht getroffen. Können wir uns da vorne noch ein Herzteil holen? Das ist saugeil! Und die Vogelscheuchenpolka, boah. Ich hoffe, ich vergesse die nicht. An manchen Stellen ist die schon ganz cool eigentlich, die Vogelscheuchenpolka. Vogelscheuchenpolka. So, weil hier bei diesem Typ im Labor können wir uns jetzt noch ein Herzteil holen mit der Schuppe. Weil wir können jetzt da runtergehen tauchen. Und der guckt sich das dann an, wie krass wir tauchen können. Weil wir können jetzt 9 Meter tief tauchen und können uns da unten sogar Rubine holen. Sau geil. So. Und nun müssen wir bloß noch den netten Kerl anschwarzen und dann bekommen wir ein Herzteil. Ne? Ah, du hast es vielleicht nicht bemerkt, aber ich habe dich beobachtet. Du hast den Grund des Sees erreicht. Super, hier ist etwas für dich. Ein Herzteil! Noch 2 und du bist so krass wie noch keiner. Gut. Ah, saugeil, dass es mit dem Fisch auf Anhieb geklappt hat. Und dass wir dann die Schuppe gleich bekommen haben. Und das Herzteil, es klappt alles gerade so gut. Yeah. So, jetzt muss ich mal überlegen. Wir haben... Das zerbrochene Schwert, also ja, ich würde sagen, jetzt können wir Dingenskirchens machen, zum Todesberg und zum nächsten Dungeon. Ich habe gerade ein wenig Wortfindungsschwierigkeiten. Boah. So, Moment, Leute. Bevor wir da aber hingehen, fällt mir gerade auf, wir könnten eventuell noch hier uns ein Herzteil holen. Ich glaube nämlich, genau hier dürfte noch ein Herzteil versteckt sein. So. Soop. Nein, du musst das Schild nutzen, Link. Link, use your... was heißt Schild auf Englisch? Gott, wie blöd. Sword and... Keine Ahnung. Ich bin bezwungen. Verschone mich und ich werde dir ein Herzteil für 10 Rubine verkaufen. Sau witzig eigentlich. Hab Dank. So, noch 1 fehlt. Wo kriege ich jetzt noch schnell ein Herzteil her? Ich hätte gerne den Container noch voll irgendwie. Mal überlegen, wo könnten wir denn noch ein Herzteil uns holen? Schweiß ist grad nicht. Schweiß ist grad bischt. Puff. Nix außer Rubies. Ruby. Ruby. Da ist noch ein Loch. So, La da da. Epona. Liberari du. Ja klar, steht's da hinten. Du hast da gerade noch nicht gestanden. Oder kannst du dich unsichtbar machen, Epona? Bist du ein magisches Pferd oder was? Naja, was soll's. Wir wollen jetzt. Kann die da drüber springen? Eigentlich müsste es ja. Ne? Eigentlich müsste es ja. Ja, voll, geht voll klar. So, wir müssen jetzt zum Todesberg und der ist natürlich ganz auf der anderen Seite der Karte. Logischerweise. Wo kriege ich noch ein Herzteil her? Auf die Schnelle. Mal überlegen. Oh Gott. Herzteil. Schnelles Herzteil.
London Farm? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Wo kriege ich ein Herzteil her? Herzteil. Na egal, keine Ahnung. Wird sich im Laufe der Zeit irgendwo noch einen Platz finden. Kann Epona... Epona kann doch auch über das Ding hier drüber traben, oder? Müsste sie eigentlich gebacken bekommen, so. Ja, aber freilich. Aber da kommt sie leider nicht hoch, weil hier ist Ende Gelände für Epona. So, absteigen. Wir müssen nämlich jetzt nochmal hoch zu Geronia. Und dann durch einen Geheimgang dort nach, zum Todesberg. Yo. Wie viele Skulltees haben wir eigentlich? 33. Ja, bei 40 bekommt man halt nur einen Scheiß. Man bekommt halt nur einen Scheiß, ja. Ich möchte euch nicht verraten, was wir bekommen. Aber es ist wirklich... Obwohl, Moment. Moment. Ja, okay, vielleicht ist es doch ganz cool. Ich habe noch keine. Aber trotzdem, vergleichsweise mit dem anderen Kram, was wir dort bekommen haben, ist das nächste echt ein bisschen lahm. Aber egal, wir suchen trotzdem weiter fleißig Skulltulas. Aber erst wollen wir mal zum Todesberg. Zum Todesberg. Zap, zap. Ich treffe ihn. Nein! Ich treffe ihn nie. Immer wieder diese langen Laufwege. Meine Fresse. Es wird Zeit, dass ich mich überall hin teleportieren kann. Ich hätte mich auch nach Kakariko nennen. Nach Kokiri porten können, glaube ich. Naja, egal. Aber ich glaube, das wäre vom Weg her dasselbe gewesen. Mit dem Pferd sind wir ja auf der Steppe recht schnell unterwegs, von daher passt das alles. So, da gehen wir nicht lang. Da könnte ich natürlich auch lang gehen. Aber da wollen wir nicht lang. Wir wollen einen anderen Weg benutzen, um zum Todesberg zu kommen. Zum Todesgrader quasi. Durch Geronia, weil dort gibt es nämlich ein geheimes Geheimversteck und so. Da unten, der steht da immer noch. Warum steht der da so rum? Voll so alleine, kein Schwein bei ihm. Er steht ganz allein dort. Oh, der arme kleine Link. So. Weil genau hier hinten im Raum von Darunia gibt es einen tricky Geheimgang, und zwar hinter diesem Ding. Oh mein Gott! So, bevor wir da reingehen, werden wir uns nun umziehen. Denn wir werden nun die rote Rüstung uns anziehen. Oh, sehen wir nicht cool aus mit der roten Rüstung? Erstmal saven. So. Ah, saugeil. Saugeil. Und nun sind wir im Todeskrater. Okay, reicht. Moment, lass mich mal ganz kurz was ausprobieren. Bin mir gerade nicht sicher, ob das klappt. Gehen die mit Bomben kaputt oder sind die bloß mit... Okay, die sind bloß mit dem Hammer kaputt machbar. Also gehen wir später da erst hin. Weil da hinten wäre auch noch ein Herzteil gewesen. Und hier gibt's auch noch eine... Eine Fee da oben. Aber das machen wir alles nach dem Dungeon. Ich würde sagen... wir gehen da rüber. Da hinten ist nämlich der Eingang zum... Oh, Link. Ja, so. Auf der Bahn. So. Ui. Schick. Du. Hallo, Schick. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker.
die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Okay. Cool. Wie kommst du hierher? Und warum verbrennst du nicht? Du hast keinen Feueranzug an. Es gibt alles keinen Sinn hier. Spiele den Bolero des Feuers. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Moment. Das wird jetzt tricky. Okay, das geht voll klar. Ramba zamba lali gali. Bali da ramba zamba di kanki klubi di pari as de buda para ramba klan chompa. Ah, das Lied ist geil. Die sind alle so cool, die Lieder, die man lernt zum Porden. Die sind so geil. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Und jetzt, Shiga, erklär mal bitte mal, warum du keinen Schaden nimmst ohne Feueranzug. Das gibt keinen Sinn. Link, wir werden uns wiedersehen. Ja, oh. Ja, siehst du, jetzt bist du verbrannt. Ne, das hast du jetzt davon, weil du keinen Anzug hattest. Oh, nee, du lebst ja noch. Magic! Weg ist er. Weg ist es. So, nun können wir uns auch hier in den Todeskrater porten. Lalalala, it's motherfucking epic. So, vor uns liegt er, der Feuertempel. Jump. Und unten. So, da ist er. Auf geht's zu Dungeon Nummer 2 als Erwachsener. Feuertempel. Und ihr wisst, was passiert. Genau, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hab gesaved. Weit gekommen in dieser Aufnahmesession auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, das nächste Mal widmen wir uns voll und ganz dem Feuertempel. Ein sehr mystischer Tempel mit ganz viel Feuer. Wer hätte es gedacht? Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und Peace, ne? Link, du musst auch motiviert bleiben.